Es ist der 1. April und ich weiß ja nicht, wie das bei euch so ist, aber also ich habe als Schüler schon auch gescherzt. Und ja, da ist ein April-Scherz, der ist definitiv in Erinnerung geblieben. Der ging nämlich total in die Hose und den möchte ich euch nicht vorenthalten. Irgendwann im Sommer bin ich mit meiner besten Freundin unterwegs gewesen und wir sind in einen Zauber- und Scherzartikelladen gegangen und da habe ich Juckpulver gekauft. Ja, und natürlich muss man erstmal gucken, funktioniert das denn überhaupt? War ja billig. Also mal das Juckpulver auf die Hand und irgendwie juckt es nicht. Ja, und wie es halt so ist, unter besten Freunden, meine Freundin sagt, warte mal eben, nimmt die Tüte in die Hand, zieht mir das T-Shirt nach hinten, nur noch bevor ich reagieren konnte, hatte ich Juckpulver am Rücken und ja, es hat gejuckt. Also sprich, naja, wir wussten jetzt, was wir wissen wollten, aber Alter, das war echt uncool. Nun ja, es kam der 1. April, immer näher dann, irgendwann später. Und wir haben überlegt, Mensch, wir könnten was machen. Ja, was machen wir denn? Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Juckpulver! Mensch, komm, wir machen was mit Juckpulver. Gute Idee! Ja, und bei welchem Lehrer? Wen haben wir an dem Tag? Stundenplan rausgeholt, da machen wir es nicht. Oh Gott, da auf gar keinen Fall! Hier können wir es machen. Ja, bei unserer Englischlehrerin. Die versteht Spaß. Okay. Ja, und wie? Ja, wie? So, dann haben wir unterschiedliche Ideen gehabt, die wir aber alle sehr schnell verworfen haben, weil irgendwie wir hätten den Lehrer anfassen müssen an Stellen, an denen man den Lehrer nicht anfasst. Also lieber nicht. Und so blieb uns halt irgendwie nur die Idee, Juckpulver an die Hand zu machen. Ja, wie kommt das Juckpulver an die Hand? Wir müssen es irgendwo hinstreuen, wo der hinfasst. Den Tafelschwamm. Nee, warte mal. Wir putzen die Tafel. Na ja, kann man ja trotzdem mal draufstreuen. Dann vielleicht, also. Ja, die Kreide ins Kreidefach. Nachher schreibt er nichts an, ist auch blöd. Ja, und dann kam uns die Idee, die Türklinke. Die muss sie anfassen. Genau, die Türklinke. Ja, so machen wir es. Okay, der 1. April kam und ich wollte Juckpulver auf die Tür streuen. Und dann ist mir aufgefallen, hey, die Türklinke ist abgerundet. Und das Juckpulver bleibt nicht drauf liegen. So was Blödes, was machen wir denn jetzt, Mann? Ich habe nur noch 3 Minuten, dann ist die Pause rum und dann nachher kommt sie so extra pünktlich. Was machen wir denn? Ich weiß was! Streu Kleber drauf! Kleb Kleber drauf. Kleber? Kleber, gute Idee. Gib mir mal einen Klebestift. Also, Kleber auf die Türklinke. Juckpulver drauf. Jo, hält. Super, gut, okay. Alle auf eure Plätze. Tür zugemacht, hingesetzt, ruhig gewesen und gewartet. Und genau das war der Fehler. Das haben wir nämlich nie gemacht. Zum einen war nie die Tür zu. In der Pause. Zum anderen saßen wir nicht ruhig am Platz. Das ist natürlich auch unserer Lehrerin aufgefallen. Und als sie dann da war, wir alle ganz erwartungsvoll zur Tür geguckt, geht die Tür auf, jetzt mit dem Fuß aufgeschubst, guckt uns an, mit gebührendem Abstand zur Tür und meint, was ist das? Okay, hat nicht funktioniert. Ja, Juckpulver. Das ist kreativ. Danke. Wer war das? Ich. Du! Ja. Ja, okay. Mach's nachher wieder weg, hat nicht funktioniert. Geht klar. Okay, so. Wir hatten Englischunterricht, alles ganz normal. Bis auf eine Sache. Es ist etwas passiert, was einem Schüler eigentlich so alle 2 Monate mal passiert. Es klopft an der Tür. Mein erster Gedanke galt der Türklinke. Tür geht auf, unser Französischlehrer steht da, irgendeine Ankündigung zu machen, geht wieder und ich nur hier die Hand, das Juckpulver. Die Englischlehrerin, oh, geh ihm hinterher. Hey, Tür auf, raus. Herr Schmidt! Ja. Merken Sie nichts? Was soll ich merken? Na, Ihre Hand. Ja, die ist klebrig. Mehr nicht? Nö. Naja. Ja, machen Sie also. Sie sollten vielleicht die Hände waschen. Okay. Na toll. Großes Kino, ey. Ja, ich habe dann die Türklinke sauber gemacht und der Streich hat halt überhaupt nicht funktioniert. Bei mir hat das gejuckt wie Sau. Aber ja, das war der denkwürdigste April-Scherz. Ich glaube, ich habe auch nicht viel mehr gemacht. Danach hatte ich dann keinen Bock mehr, den ich hatte, der halt auch echt total in die Hose ging.
aber trotzdem lustig war. Also, ne? Auch wenn es nicht klappt, man kann trotzdem über einen Scherz lachen. Tja, das ist eigentlich schon. Ich weiß ja nicht, wenn ihr scherzt, was ihr so macht, ob ihr was macht. Kleiner Tipp. Kleber, Juckpulver und Türklinke, es ist keine gute Kombination. Probiert was anderes. Ja, ne? Also dann, April. Ciao.